Klang, ich bin hier drüben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit mir und Zero zusammen. Hallo. Hallo. Ja, wir sind zurück in meiner Ruft, die Pflicht ruft, in meinem Traum. Ist da jemand? Und, bitte helft mir. Ach so. Ja, genau. Und was? Auferstandene Leibeigene. Es wird gekämpft. Hallo. Und ich habe gerade gemerkt, dass es ist wirklich die CPU, weil das geht nach unten, sobald ich mein Aufnahmeprogramm starte. Ist da jemand? Hihi, ausgewichen. Also, ja. Oha, ein Hüterspeer. Oh, nein! Oh. Ach, der ist unterm Hirsch begraben. Nee, er hat wahrscheinlich zu viel Star Wars geguckt und wollte sich da rein in den Hirsch rein. Ja, ihm ist ihm ist kalt, auf jeden Fall. Ihm ist wirklich verstanden. Weil ihn aufgeschlitzt. Hier entlang! Ich bin hier drüben! Hihi. Ah, ihr geht nirgendwo hin. Ich hab euch etwas gegeben. Yay, Pfeilhagel. Ach, ich liebe diese Attacken. Schon ziemlich nice. Wieso liegen alle immer unter irgendwelchen Regenfischen? Bitte helft mir. Du hast doch gesagt, dass es warm. Ja, jeder. Alles macht schon Sinn. Nee, so alles kalt. Wir standen letztens sogar, also für diejenigen, die den Postillon kennen, da waren letztens Tipps gegen die Kälte und da stand es auch mit bei. Also die werden wahrscheinlich gar nicht unbedingt Star Wars-Fans sein. Vielleicht haben sie auch einfach nur den Postillon gelesen. Die haben sich gedacht, oh ja, coole Idee, schlitzen wir den Hirsch auf. Oh Gott, ich habe mich gerade von meinem eigenen Eishaken versteckt. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, der kommt so plötzlich, weißt du? So, bam. Ja, ja. Oh, was hab ich denn da angegriffen? Hallo. Nee, nee, Leute. So nicht hier. Boom. Pfeiler. Ausweichen. Ja. Oh, irgendwann. Das wäre natürlich geil, ne? Wenn wir dann, können wir ja sogar theoretisch in irgendwelche Instanzen mit rein. Irgendwann, wenn wir durch sind. Weil, liebe Leute, dadurch, dass wir jetzt ja sowieso schon beschlossen haben, dass wir unsere Accounts aufwerfen und so weiter, haben wir auch gerade beschlossen, dass wir daraus nicht nur ein Let's Test, sondern ein richtiges Let's Play machen. Ja. Das heißt, wir werden das Ganze bis zum Schluss durchspielen. Einfach, weil das Spiel geil ist. Ist da jemand? Bitte helft mir! Ja. Nein, ist keiner. Hier ist niemand. Nein, hier ist niemand. Ja, und ich finde es auf jeden Fall Sie ziemlich cool. Mich. Oh, cool, was ist das hier? Ich brauche Hilfe! Eine Holzplanke? Was ist das? Hallo, Holzplanke. Oh! Oh, jetzt kann ich Leute damit schlagen. Geil! Boom! Super. Eins auf die Fresse. Ey, das ist ich cool! Eure Hilfe. Ja, komm jetzt chillen wir erstmal, ja? Erstmal müssen wir dir helfen und dann töten. Guck ihn dir an, ich kann sie hauen. Ach nee, jetzt hilft sie nicht mehr. Ey! Meine Planke verloren. Na toll. Oh, da kommt das Fett. Ah, die war lustig. Das ist wie mit dem, weißt du noch? Wie mit dem Löffel. Ey, das ist voll cool. Ich mag tatsächlich diese ganzen Fähigkeiten, die der Jäger hat hier. Gut gemacht. Huch! Bin schon fertig. Ja. Oh. Ganz ruhig. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Seid ihr verwundet? Ja, aber das darf mich nicht aufhalten. Ich suche nach einem weißen Hirsch. Wenn er mir entwischte, hätte das böse Folgen. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich suche auch nach dem Hirsch. Habt ihr ihn gesehen? Er war hier, floh aber in die östlichen Wälder, bevor ich ihn fangen konnte. Und dann kamen die Untoten. Ihr habt mir einen Gefallen getan und ihr seid stark und schnell. Wenn wir gemeinsam jagen, könnten wir mehr Glück haben. Wäre mir eine Freude, mit euch gemeinsam zu jagen. Fangen wir am besten sofort an. Wir müssen dieses Gebiet verlassen. Es ist zu gefährlich. Okay. Aber ich dachte eigentlich nicht, dass wir den Hirsch jagen. Ich dachte, wir wollen ihm helfen. Ja, wir helfen, indem wir ihn töten. Ja, ich merke schon. Also ich habe irgendwie, ich habe ehrlich so ein bisschen, so ganz stark das Gefühl, dass der Typ uns verarscht. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Also die Holzplanke macht nicht wirklich viel Damage. Echt? Ich fand das eigentlich ganz cool. Vielleicht denkt ihr das Hallo. Nächste Mal vorher nach. Mich verarschen hier.
Schmecke diese Pflanze. Grünzeug. Wir müssen in die Richtung raus. Da lang. Ja, wir hinterher. Ja. Nur du hast ja die Anzeige nicht, ne? Hat er Leben oder was? Nö. Ich meine jetzt, wo wir raus müssen. Ja, also kämpft euch aus der Höhle heraus. Und ja. Zeigt mir auch mit Grün. Ich mag das hier voll rumzurollen. Ich bekomme hier nicht ein bisschen Loot, ey. Gar nichts. Ich auch nicht. Mach dir nichts draus. Ich glaube, das ist nicht hier vorgesehen für Loot. Aber endlich gibt's mal wieder ein bisschen Action. Oh. Hallo, das wollte ich nicht. Nein, ich wollte es nicht. Nein, geh weg. Hihi. Also wenn ich einmal eingespielt bin, dann kann ich auf jeden Fall gut. Meine Wunde schwächt mich. Ich muss erst mal zu Atem kommen. Ach man, warum? Oh, sprechen. Hat geholfen. Wenn wir ihn nicht finden, tun es die Untoten. Und die werden ihn in Stücke reißen. Wir müssen weitersuchen. Wir müssen einfach. Ihr müsst euch ausruhen, Gavin. Ihr wurdet schwer verwundet. Wir machen weiter, aber nicht so, dass wir dabei euer Leben aufs Spiel setzen. Mein Leben ist bedeutungslos verglichen mit der Suche nach dem Hirsch. Aber ihr habt recht. So nutze ich euch wenig. Ich werde einen Heiler aufsuchen und euch beim Kastell Grasgrün treffen, wenn es mir besser geht. Das ist das Klügste. Der Hirsch ist ein wildes Tier und eine Kreatur des Traums. Er wird eine Weile ohne uns überleben können. Okay, abgeschlossen sogar. Cool. Ich kann jetzt eine Belohnung aussuchen. Lederhandschuhe, also Kraft, Präzision oder Vitalität. Ich bin ja für Präzision und bekomme einen Lederbeutel und Beuteltaschen. Und ich bin, ich bin Stufe 11, geil. Heldenhaar. Warte. Training. Ah, jetzt, da, das ist nämlich das. Was wir dann, aber ich würde sagen, das machen wir, wenn Zero auch Stufe 11 erreicht hat. So. Oder hast du schon? Nee, ne? Nee. Ich hab dafür ja nichts bekommen. Gut. Belohnung Stufe 11. 5 Heldenpunkte. Genau, die werde ich mit Zero zusammen dann vergeben. Heldenpunkte generell. Hilfsfertigkeit Platz 2 geschaltet, okay. Klassenfertigkeit 2. Gut. Werde ich mir dann alles nochmal angucken und Instanz verlassen würde ich jetzt machen. Okay. Und dann, ja. Genau, dann machen wir deine. Genau. Würde sagen, wir reisen mal nach Astorea zurück. Ich meine, ist ja billig, 8 Kupfer. Ja, das kann man easy machen. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Ich finde es auch schön, dass die Ladebildschirme sehr kurz sind. Ich würde euch gern sprechen. Und da bist du schon. Ja. Diesmal war ich schneller. Was bedeutet dieses... Ja, ich muss mich mal erst... Wenn ich auf dich draufklicke, habe ich eine 3 und einen Pfeil nach unten. Was hast du bei mir? Auch. Genau das Gleiche. Keine Ahnung. Seltsam. So, und da hinten ist mein Ziel. Da, ich sehe es. Mhm. Die Raupe? Nein. Neben dem Krokodil hier. Instanz betreten. Ja. Jo. So, wir suchen jetzt nach einem Gegengift oder irgendwas. Nehme ich an, weil ich das verstanden habe. Na, weiß nicht, hast du nicht irgendwas von Tiere töten erzählt? Ja, stimmt. Wie Troll töten und dafür kriegen wir Heilmittel. Ja, irgendwie so eine Art. Ja, mir war mir so, ja, genau. Irgendwas töten war mir auf jeden Fall. Würde ich nie vergessen, wenn irgendjemand sagt, oh, du musst was töten. Ich sage, okay. Gott, hier wimmelt das ja von diesen Viechern. Die Motte ist einfach gestorben. Ja, wahrscheinlich, weil du sie angeschossen hast. Oder weil der Troll sie fressen wollte. Der Troll war schuld. Und willst du mir die Schuld dafür geben? Wieso dir? Bist du ein Troll? Ja.
Weißt du doch. Also ja, nicht, dass ich das nicht schon wüsste, aber... Ich musste es ja den anderen nicht sagen. Ah, ich liebe diese riesengroße, tolle Fähigkeit. Ah, schön. Weg mit dir. So, die haben wir übrigens einfach nur so getötet, weil ich Spaß dran hatte. Also die mussten wir ran. Ist doch. Na toll. Tötet Gänse. Ja, ich weiß, ist doch alles gut. Oh, Trollbezwingerin, cool. 10 Tötungen, gab aber einen Erfolg für. Wieso bekommst du ständig irgendwelche Erfolge, um das irgendwie alles gemacht zu haben? Jetzt hab ich das erst. Weißt du? Ich hab keine Ahnung. Typisch Frau, ich hab immer einen geschenkt. Tja, hab ich halt auch verdient. Warum? Weil ich eine Frau bin. Das ist verdient. Okay. Guck mal, bitte beschaffe die Trollsalbe. Genau, Trollsalbe beschaffen. Das war's. Hallo? Geh mal weg hier. Um der Troll. So, da haben wir es. Ein giftiger Haufen zerstampfter Blätter, Wurzeln und Pilze. Hoffentlich benutzen die Trolle es, um Vergiftung zu heilen. Hoffentlich. Okay. Schabt etwas zusammen und wickelt es in ein großes Blatt. Oh oh. Der scheint nicht sehr voll erfreut darüber zu sein. Ja. Ich glaube auch. Nein! Boss bist du, ja? Ich finde gut, dass es ein Boss ist. Mal wieder ein bisschen was Action hier. Nimm meine Kometen. Ich finde es gut, dass dein Hund hängt. Ja, ne? Finde ich auch gut. Das sind sowieso zwei Fernkämpfer, weißt du? Ja. Bin ich sehr froh, dass wir den Hund haben. Ich muss sagen, der ist echt praktisch. Und eigentlich, ich meine, ich kann zwar, ich kann übrigens schon tatsächlich Tiere zähmen, neue. Ich will das aber eigentlich noch gar nicht machen. Weil ich meinen Hund erstens total hübsch finde und weil er echt gut ist. Keine Ahnung, also wenn ich jetzt ein richtig cooles Tier finde, würde ich das wahrscheinlich tun, aber so bis jetzt. Hier waren doch schon voll viele coole Tiere. Hier waren doch schon voll viele coole Tiere. Nö. Also ich habe jetzt noch keins gesehen, was mir persönlich jetzt so richtig gut gefällt. Also besser als der Farnhund. Guck dir mal so eine geile Schnecke an, ey. Diese Dschungelraupe. Alter. Die sexy und sweet. Nee, wer will denn sowas als Tier haben? Nee, Instanz verlassen. Hallo. Ich will sowas. Okay, oder nimm, das war's schon. Oder nimm dir ja, du, ja. Ja, jetzt muss ich das Gift noch abgeben. Ja, das ist doch super. Und dann haben wir sogar innerhalb von, weißt du, dann haben wir uns 3 Folgen lang darauf vorbereitet und innerhalb von 2 Folgen alles erledigt. Ist doch ein guter Schnitt. Ich kann währenddessen nicht laufen, frische Typen. Echt cool. Ja, das stimmt. Oder so ein Moa, Alter. Guck dir mal so ein Moa an. Ja, aber meistens, also Vögel, ich bin es gewöhnt, dass die nichts drauf haben. Sieht doch cool aus. Ja, aber der Farnhund... Es geht hier nicht um können oder nicht können, sondern um cool aussehen. Ja, aber ganz ehrlich, der Farnhund sieht cooler aus. Wenn du dir mal so den rechten Vogel hier ansiehst. Mit dem Rot. Der ist pink. Der ist auch nicht rot. Ah ja, eine kleine Veränderung an dieser Trollsalbe und da. Das sollte den Ritter heilen können. Schnell, bringt es ihm. Das werde ich, Heilkundige. Danke für eure Hilfe. Okay, und jetzt müssen wir noch erwachen. Zum Hain. Was, die okay. Abgeben? Wir müssen zum Hain. Konnten wir zum Hain reisen oder müssen wir da jetzt hinlaufen? Welcher Hain? Also, ach so, der Hain. Ja, wir können Wegmarke... Rechenmeister. Ach so. Ja. Na denn? Der Hain. So. Wahrscheinlich komme ich jetzt in meine Instanz. Wir waren ja schon in Regis. Ich ja nur noch meine, ne? Ja. Na gut, da waren wir als erstes schon drin aus Unwissenheit.
Ja, ist so. Wobei ich hier auch noch ein grünes Portal habe. Hunde und Gejagte heißt das. Ein grünes Portal? Hey, jetzt bist du denn doch in das andere gegangen, oder was? Nee, was? Du bist nur gelaufen. Laufen? Ja, okay. Wegmarke, obere Distrikte haben wir noch nicht. Nee, das habe ich auch gerade mitgekriegt. Wenn wir uns ja gleich unten hin teleportieren können, Mensch. Ja. Aber ich muss runter, ne? Ha. So. Weg mal klein gesammelt. Verdammt. Ich bin doch langsamer. Weil ich den. Oder? Wo hat es euch am Wegmarke Rechenmeister. Holbrack, eine Stadt der Nord- die ist übrigens oben. Es hat mich ausgezehrt, die ganze Zeit zu frieren. Ich fahr jetzt mal runter. Ich finde den Fahrstuhl nicht. herrlich. Ich finde ihn gerade wirklich nicht. Warum? Hier, guck dir diese Moas an, Alter. Pinke kleine rote Moas. Du, wie gesagt, ich bin hier oben und finde nicht runter. Ah, der heißt sogar, aber der heißt sogar junger rosa Moa. Ja, ist die so? Ich möchte morgen mal nach ihm suchen. Ihr habt jemanden vom Alten. Wo war denn nochmal der Fahrstuhl? Na gut, egal. So, nun sind wir bei mir zu Hause. Schnell, das Gegenmittel. Yay. Er hält nicht mehr lange durch. Ja, chill mal. Hier. Sehr gut. Ich verabreiche es. Oh, ein Mondschild. Dieser Schild sieht vertraut aus. Er war im Traum. Er kommt zu sich. Aha. Bei mir steht was anderes. Finde ich witzig. Ich bin froh, dass ihr da seid. Entschuldigt meinen abrupten Brief, aber ich glaube, diese Sache ist lebenswichtig. Habt ihr auf den Schild des Ritters geachtet? Ja. Er trägt ein Symbol, das ich in eurem Traum gesehen habe. Einen Halbmond. Ihr seid dazu bestimmt, ihm zu helfen. Ganz ruhig, Tiachin. Ihr seid im Hain, unter Freunden. Ihr wurdet vergiftet, doch wir haben euch geheilt. Erzählt uns, was passiert ist. Sie haben sie mitgenommen. Ich versuchte zu kämpfen, doch meine Wunden waren zu schwer. Beim Baum, ich muss ihr helfen. Tiachin, wartet doch. Ihr seid im Moment viel zu schwach, um gegen irgendwen zu kämpfen. Erzählt uns, was passiert ist, und wir werden euch helfen. Versprochen. Der Albtraumhof hat meine geliebte Iswelta entführt. Wir waren an dem Bach beim Kastell Grasgrün, und bevor ich wusste, was geschah, hatten sie sie geschnappt und mich vergiftet. Der Hof hat viele verborgene Lager im ganzen Kaledonwald. Iswelta könnte überall sein. Es gibt da jemanden, der es wissen könnte. Bei einer Schlacht gegen den Hof haben die Hainhüter vor kurzem einen Gefangenen gemacht. Renvari. Er war ein wichtiges Mitglied des Albtraumhofs. Sie werden versuchen, ihn zu befreien, bevor er uns ihre Pläne verraten kann. Dann werden wir den Hainhüter unterstützen. Wenn dieser Renvari weiß, wohin sie Iswelta gebracht haben, werden wir einen Weg finden, ihn zum Reden zu bringen. Bitte findet heraus, wo sie ist. Ich ertrage es nicht mehr auszumalen, was sie meiner Geliebten antun. Ich flehe euch an, beeilt euch! Okay, Love Story. Erwachen abgeschlossen. Ah, cool. Was? Ja, ist gut. Ja, ist gut. Das heißt, du bist jetzt auch Level 11. Was ist gut? Nee, ich hab hier Erwachen abgeschlossen die ganze Zeit. Ja. Oh, es geht nicht weg. Hilfe. Okay. Heißt noch keine Level 11? Ich verlasse mal die Instanz. Vielleicht hilft das ja. Hä? Ja, was wollt ihr von mir? Achso, wählt eure Belohnung. No. Okay. Dö. So, Zähigkeit oder Kraft? Oder Vitalität? Kraft, komm. Ich bin in Bestform. Jetzt bin ich Level 11. Hui. Held. So, ja, das ist cool, dann kann Training. Ich das jetzt nämlich auch. Ah, okay, hier tut man also die Punkte rein, ja? Willst du anfangen oder soll ich? Tja, das ist jetzt, also, ich versuche jetzt gerade mal rauszufinden. Ach so.
Man kann sich hier an der Seite Fähigkeiten scheinbar raussuchen. Also Siegelausbildung, Fallenausbildung, Überleben, Geister, Kampfschrei und so weiter. Schießkunst. Das kann man erst mit Stufe 21. Und das geht wahrscheinlich noch später, keine Ahnung. Gut, also haben wir Fähigkeiten. So, Siegel, Fallen, Überlebensgeister oder Kampfschrei. Siegel der Jagd, Hilfsfähigkeit. So, was haben wir hier? Heilerfähigkeit. Also heilen, weiß ich nicht, keine Ahnung, muss ich jetzt nicht unbedingt. Geisterausbildung, oh Gott. Also ich muss ehrlich sagen, ich will das, glaube ich, jetzt gar nicht so auf Teufel komm raus machen. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal ganz normal weiter und dann gucken wir uns nach der Folge erstmal alles vernünftig an. Also was heißt erstmal weiter? Ich meine, die Folge ist ja eh vorbei. Hier gibt es sehr viel zu beachten, sehr viel anzugucken. Richtig, und ich will halt auch nicht irgendwie jetzt, weiß nicht, so ein Noob-Bild haben, also halt wie jemand, der halt nicht drüber nachdenkt. Sondern ich will das schon gerne ordentlich machen, da wir die Charaktere ja eine Weile spielen. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns hier erstmal Feierabend machen und wir sehen uns dann einfach in einer nächsten Folge wieder. Ja, bis morgen. Ciao. Tschüss.